Abies wünscht sich schon lange ein Heimtier. Endlich darf sie sich eins aussuchen. Aber für welches soll sie sich bloß entscheiden? Die Auswahl ist riesig, deshalb will sich Abies gründlich informieren. Welches Futter muss man kaufen? Und wie viel Zeit für das Tier aufbringen? Und kann man mit ihm auch kuscheln? Abies macht sich zuerst zu den Hunden schlau. Kein Wunder, Hunde sind die beliebtesten Heimtiere. Allerdings ist ein Hund nicht ganz billig. Futter, Leine und Spielzeuge müssen gekauft werden. Dazu kommen Kosten für den Tierarzt, zu dem Hunde regelmäßig müssen. Für die Labradorhündin Kira ist es heute mal wieder soweit. Sie hat ein entzündetes Auge, das die Tierärztin untersuchen muss. Zum Glück kann die Ärztin die Entzündung gut behandeln. Und weil Kira so brav war, bekommt sie zur Belohnung ein paar Leckerlis. Wer sich einen Hund anschafft, sollte ihn auch gut erziehen. Am besten geht das in einer Hundeschule. Und zwar dürft ihr vier noch mal ein Stückchen weiter auseinander, dass der Kreis ein bisschen größer wird. Damit einem der Hund auch gehorcht, lernt man hier verschiedene Kommandos. Wie beispielsweise Platz und Sitz. Und man lernt auch, richtig mit dem Hund umzugehen. Positiv und freundlich. Aber auch bestimmt. So baut man eine besonders enge Beziehung zu ihm auf. Hunde haben einen sehr hohen Kuschelfaktor. Wer ein anhängliches und verschmustes Tier sucht, liegt mit einem Hund also genau richtig. Wichtig zu wissen, für Hunde braucht man viel Zeit. Ob Gassi gehen oder spielen. Mit einem Hund muss man sich jeden Tag beschäftigen. Und das für viele Jahre. Denn Hunde werden im Durchschnitt 10 bis 16 Jahre alt. Richtig ausgebildet können Hunde uns sogar in vielen Situationen helfen. So wie der Labrador Vitus. Zusammen mit Robin, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, bildet er ein richtig gutes Team. Nicht umsonst gilt der Hund als treuer Freund des Menschen.